Hallo zusammen, das ist mein Volkswagen ID.3 First Edition Plus und heute mache ich einen Batterietest. Ich habe das Auto nämlich seit heute genau 2 Jahren, konnte ihn damals in Dresden als einer der ersten entgegennehmen, war sehr froh darüber. Und einen Tag, nachdem ich ihn erhalten habe, habe ich einen Reichweitentest bei 90 Kilometer pro Stunde gemacht, um WLTP ungefähr zu erreichen. Ein Jahr später habe ich den gleichen Test nochmal gemacht, am 10. September 2021 und heute ist der 11. September 2022 und ich werde den gleichen Test nochmal machen. Also hier auf 100% bei Onity laden, auf die Autobahn 90 Kilometer pro Stunde fahren, weil dann kaum Wärmeverluste bei der Batterie und beim Antrieb auftreten. Runterfahren unter 10%, dann schauen wir auf die gefahrenen Kilometer, was der Verbrauch ist und dadurch errechnen wir natürlich, was der Ladezustand am Ende ist. Und dadurch errechnen wir, was die Kapazität der Batterie ist. Weil das natürlich nicht 100% stimmen muss, habe ich auch noch den Aviloo Batterietester hier an meinem OBD-Dongle dran. Ich habe ein extra Video über Aviloo Batterietester gemacht, das könnt ihr hier sehen, allerdings auf Englisch. Und zwar liest der Dongle die ganze Zeit die Batterie aus, Batterietemperatur, was der Verbrauch ist und alles, sendet das an einen Server, es wird alles aufgeschrieben und dann, wenn man von 100% bis 10% fährt, am Schluss weiß Aviloo, okay, bei 8% hat man so und so viel Kapazität in der Batterie und kann einem dann einen sehr genauen Wert sagen, was der Verbrauch war. Sie haben viele ID.3s getestet. So, das Zertifikat bekomme ich dann nachträglich. Den Test muss ich dann starten, wenn die Batterie voll ist. Ich bin irgendwo bei 70-75%. Wir laden voll und dann fahren wir los. Okay, ich fahre mit 93 km/h, das ist GPS-Geschwindigkeit 90. Bin schon bei 93% Ladezustand, mein Verbrauch im Moment hoch, 169 Wattstunden pro Kilometer, bin 26 Kilometer gefahren. Die ersten 10 Kilometer sind aber bergauf. Und mein Verbrauch ist eh allgemein höher, da es regnet, Straße ist nass, außerdem nur 13,5 Celsius Temperatur draußen und ich habe die Heizung an auf 22,5 Grad, Sitzheizung auch übrigens seit 2,4, die Sitzheizung geht zurück automatisch, sie war vorher auf 3 und nach 10 Minuten geht sie auf 2 runter und ich fahre in Eco-Mode. Immer noch unterwegs, sind jetzt bei 75% Ladezustand. Es waren 83 Kilometer, das sind 332 Kilometer volle Reichweite. Ist natürlich wenig, weil unser Verbrauch hoch ist durch das Wetter. Oh, und da ist Polizei und Unfall und alles. Okay. Und auf der anderen Straßenseite. Hoffentlich ist das weg, wenn wir zurückkommen. Ja. Es regnet weniger, das ist gut, aber ich brauche immer noch Heizung, 22 Grad Heizung, es hat draußen 14 Grad. Livestream ist auch an, aber auf dem englischen Kanal.
Ich bin bei 50% Ladezustand. Es waren 163 Kilometer, gefahrene Kilometer. Das heißt am Ende 329 Kilometer. Verbrauch ist 159 Wattstunden pro Kilometer. Hier meine 50%. Wetter ist furchtbar, sehr nass, sehr viel Regen. Aber ich konnte die Heizung zurückdrehen. Heizung ist sehr niedrig. Ich glaube, dass die fast nichts braucht. Verbrauch ist trotzdem hoch. Verbrauch wird jetzt runtergehen, weil es jetzt hier ein kleines bisschen bergab geht. Und am Schluss, die letzten 10 Kilometer sind extrem bergab. Wenn ich die Kilometer rechne, also die 329 und den Verbrauch, komme ich auf eine Batteriekapazität von 52,3 Kilowattstunden. Letztes Jahr waren es 54,4 und das Jahr davor, also war ganz neu war, 58,8. Also ich habe noch ein bisschen was verloren. Nicht schön? Wir haben 25% Ladezustand, sind 254 Kilometer gefahren. Verbrauch ist immer noch, geht immer noch weiter nach unten, nun immer schon 148. Das liegt daran, es regnet nicht, Heizung ist aus und ist ein bisschen bergab von München hierher. Ich fahre jetzt nicht zurück nach Passau, sondern fahre in Richtung Regensburg, weil ich noch so viele Kilometer habe, die ich fahren kann. Und das ist mir zu viel. Ich will, dass das Auto am Ende unter 10% hat. Also fahren wir ein bisschen nach Regensburg und drehen dann um. Ich bin mit 9% angekommen, 326 Kilometer gefahren, 143 Wattstunden pro Kilometer war der Verbrauch. Durchschnittsgeschwindigkeit ist ein bisschen wenig. Ich hätte gern 88, 89 gehabt, aber das ist okay, ist ja kein Reichweitentest. Und nun schaue ich, was Google Maps sagt, wie viele Kilometer das es wirklich waren. Und dann multiplizieren wir das mit dem Verbrauch. Ich gebe mal zurück an mich zu Hause, weil ich zu Hause dann alles berechnen kann. Und außerdem habe ich dann schon den Avilu Batterietest zu Hause, was der sagt. Ich habe ganz schnell mal geschaut, was die Kilometer waren und was der Verbrauch ist und dann ein bisschen gerechnet. Und es sieht nicht so toll aus. Ich hoffe, das stimmt nicht. Wir sehen zu Hause. Hallo aus dem Studio. Es sind 3 Wochen vergangen, weil die Ergebnisse ein bisschen komisch sind. Sie passen nicht perfekt zusammen. Okay, schauen wir uns das an. Ich bin 326 Kilometer gefahren von 100 bis 9%. Das sind 358 Kilometer, 100 bis 0%. Verbrauch war 143 Wattstunden pro Kilometer. Sind 51,23 Kilowattstunden Energieinhalt, die ich berechnet habe durch diese Daten. Im ersten Jahr hatte ich 57,17 Kilowattstunden und letztes Jahr 52,65 Kilowattstunden. Das heißt, Degradation vom 20 auf 21, 7,91%, von 21 auf 22, 2,69%, aber von 2020 bis 2022, also als ich ihn bekommen habe, bis jetzt 10,39%. Das ist schon ein bisschen viel. Das hatte ich nicht gedacht. Und ihr könnt sagen, hey Moment, die Kilometer, die ihr im Auto seht, es kann sein, dass das nicht stimmt. Und das ist auch wahr. Der ID3 meiner zeigt zu wenig an mit den 19 Zoll Reifen. Aber wenn ich das berechne mit den echten Kilometern, die mir Google Maps für diese Route zeigt, komme ich sogar auf noch,
mehr Degradation auf 11,27%. Aber wie gesagt, das, in diesem Fall stimmt natürlich dann der Durchschnittsverbrauch nicht, weil der mit den Kilometern berechnet wird, die das Auto denkt, dass es gefahren ist. Dann schauen wir uns den Avilu-Test an, den ich gefahren bin. Und hier ist es eben komisch. Avilu sagt, ich habe nur 7% Verlust. Avilu geht aber davon aus, dass der ID3, wenn er neu ist, nur 54 Kilowattstunden nutzbare Energie hat. Warum, weiß ich nicht. Eigentlich sollen es 58 sein. Ich verstehe, dass da ein Puffer ist, oben und unten. Aber ich dachte, das war von 62 auf 58 Kilowattstunden. Ich weiß nicht, wo nochmal 4 Kilowattstunden hin sind. Und was hier auch noch komisch ist, mein Test war von 100% bis 0%. Avilu testet aber von 0% weiterfahren, bis das Auto sagt, ich fahre nicht mehr, ich schalte jetzt ab, bevor was kaputt geht, also ein paar Kilometer mehr. Also Avilu sollte eigentlich noch mehr Energieinhalt zeigen, als was ich hatte, aber es ist weniger. Natürlich bin ich den Test dann nochmal gefahren mit Avilu, allerdings dann nicht in einmal, sondern über ein paar Tage und mit Vorheizen und in die Arbeit fahren und sowas, mit Beschleunigen und sowas. Und dann komme ich auf 8% Verlust, auf 94,73 Kilowattstunden, wo es vorher 50,26 Kilowattstunden waren, also ungefähr das gleiche, nicht viel Unterschied. Ich bin dann mit dem ID3 nochmal auf die Autobahn und bin nochmal von 100% runtergefahren, allerdings mit 130 km/h, 224 km, 10 auf 12%, mit einem Verbrauch von 198 Wattstunden pro Kilometer, komme auf 50,4 Kilowattstunden, also noch weniger wie mit 90 km/h. Das macht aber Sinn, weil 130 heißt, der Motor, die Batterie muss mehr arbeiten, ich musste mehr beschleunigen, es gibt Wärmeverluste von der Batterie, vom Motor, Energie, die einfach in Wärme abgestrahlt wird und wird nicht dem Auto angezeigt. Dieser Unterschied macht Sinn, aber es sieht wirklich so aus, von den gefahrenen Kilometern, also von 100% bis 0%, keiner fährt weiter, habe ich 10,4% Reichweite verloren oder Batterie verloren. Wichtig hier ist, was mir aufgefallen ist, dass der Unterschied von was das Auto anzeigt, Kilometer zu den realen Kilometern, der Unterschied hat sich geändert. 2020 waren es 2,82%, 2021 auch ungefähr, aber dieses Jahr waren es nur 1,85%. Warum, weiß ich nicht. Wichtig hier ist auch, dass alle drei Tests wurden mit verschiedenen Softwareversionen gefahren. Erste Test war mit der allerersten Version, ID Software 1 wahrscheinlich. Damals hieß es noch 0564, glaube ich. Der zweite Test letztes Jahr war mit 2.3 und heuer war es mit 2.4. Aber wie gesagt, wenn ihr wisst, was ich falsch gemacht habe, schreibt es gern in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Normalerweise sollte man das mit so einem Test 90 km pro Stunde ohne starke Beschleunigung, sollten so wenig Wärmeverluste wie möglich sein. Und wie gesagt, ich bin den gleichen Test vor 2 Jahren und letztes Jahr auch gefahren. Unterschied dieses Jahr war das Wetter, aber das Wetter sollte keinen Unterschied machen, was Energieinhalt in der Batterie ist. Es war kälter und ich habe die Heizung benutzt und es hat geregnet. Aber da sollte einfach der Verbrauch steigen und natürlich die Reichweite nach unten gehen, aber das Endergebnis sollte das gleiche sein. Komisch. Okay, aber es sieht wirklich so aus, dass ich jetzt nach 2 Jahren 10,4% weniger Batterie habe in meinem ID3. Ich habe ihn auch nicht toll behandelt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ihn viel Tests gefahren im ersten Jahr. Im zweiten Jahr eigentlich nicht so, jetzt im Moment schon wieder, wo ich das Auto oft mit Gleichstrom geladen habe und ganz oft zu 100%. Das kam schon sehr oft vor. Aber das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und noch einen wunderschönen Tag. Ciao!